Als wir hier die Einsatzstelle erreicht haben, konnten wir auf der Anfahrt im Prinzip schon sehen, dass hier ein Vollbrand war und es gab am laufenden Brand Explosionen. Man konnte schon erkennen, dass es sich um Spraydosen handelt. Gefährdung gab es ganz klar durch die Explosion. Die Spraydosen sind durch die Gegend geflogen. Ja, wir haben insgesamt 7 verletzte Personen mit Rauchgasvergiftung. Der Lkw-Fahrer ist nach meiner Kenntnis dem Fahrzeug noch selbst entstiegen und ist dann mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gekommen. Man kann sehen, dass wir hier auf der einen Seite eine Lärmschutzwand haben. Und das ist auch gut so, dass diese Lärmschutzwand da steht, denn direkt hinter der Lärmschutzwand befindet sich ganz dicht Wohnbebauung. Und wir können von Glück sagen, dass diese Lärmschutzwand da stand, denn die hat Schlimmeres verhindert. Die Spraydosen sind nach Aussagen, die mir zugetragen worden sind, bis auf den Weihnachtsmarkt in Walnuss geflogen. Das ist Luftlinie hier etwa 400 Meter entfernt. Es waren hier insgesamt 185 Einsatzkräfte im Einsatz. Die Fahrbahndecke ist in beide Fahrtrichtungen komplett zerstört und muss komplett erneuert werden. Man kann davon ausgehen, dass die Bundesstraße längere Zeit gesperrt sein wird.